Am Strand von Matira betreibt Olson Terimarama sein Tattoo-Studio. Die kleine Hütte ist für Kenner wie eine Pilgerstätte. Unter dem Künstlernamen Marama gilt er nicht nur als einer der besten Tattoo-Künstler Polynesiens, inzwischen ist er weltweit bekannt. Manche Touristen kommen nach Bora Bora nur, um sich ein Tattoo von ihm machen zu lassen. Maramas Designs gelten als besonders kreativ und die freihändige Ausführung als erstklassig. Ja, wenn man einmal tätowiert ist, bleibt es ein Leben lang. Die bedeutsamen und markanten Erlebnisse im Leben, die man bei der Jagd, dem Fischfang oder während irgendeines Ereignisses gehabt hat, werden auf dem Körper mit bedeutungsvollen Motiven eingeprägt. Es gibt Motive, die uns nicht gehören, auch nicht den Touristen. Diese Motive gehören eher den alten Familien, wichtigen Menschen, die schon gestorben sind. Es bezeichnet wichtige Ereignisse in ihrem Leben. Man kann also nicht die gleichen Motive bei mehreren Personen tätowieren. Traditionelle Motive sind für seine Kunden tabu. Auf den Inselgruppen entwickelten sich unterschiedliche Formen und Motive. Marama entwickelt seine eigenen Designs aus den traditionellen Motiven der verschiedenen polynesischen Stämme. Das Große ist ein Maori-Motiv. Und innen drin sind hawaiianische Motive. Das ist ein Maori-Motiv aus Neuseeland. Es ist eigentlich der Halm des großen Farns in Neuseeland, der sehr, sehr oft in Maori-Tätowierungen dargestellt wird. Für die Polynesier sind Tattoos weit mehr als nur ein Mittel zum Schmuck des Körpers. Tattoos bezeichneten Herkunft und sozialen Status. Das Tätowieren war ein Ritual beim Erwachsenwerden eines Mannes. Im Laufe des Lebens wurden mehr und mehr Tattoos hinzugefügt und zu einer bildlichen Darstellung des Lebenslaufes. Ein Traum, der gerade in Erfüllung gegangen ist, dank Marama. Ich habe ihm beschrieben, was ich gerne hätte. Die Krabbe ist zum Beispiel für mich wie das Sternzeichen Krebs. Dann hat er etwas Polynesisches, Hawaiianisches und Neuseeländisches dazu gemischt. Es ist spitze. Wie wir wissen, sind die Polynesier auch in Neuseeland und Hawaii eingewandert. Es ist einfach spitze. Die christlichen Missionare ächteten die Tattoos als Teil der polynesischen Kultur. Erst heute entdecken immer mehr junge Polynesier in ihnen ihre kulturellen Wurzeln. Der Mount Otemanu, verbliebener Rest des Vulkans, der einst die Insel in der Weite des Ozeans bildete. An den heutigen Ausläufern des ehemaligen Kraters gedeiht eine üppige tropische Vegetation. Bis heute bietet die Natur den Insulanern ein Füllhorn an exotischen Früchten und Gewächsen. Mit dem Fischreichtum des Ozeans und der reichhaltigen Vegetation muss auf den Inseln Polynesiens niemand hungern. Allerdings bedarf es auch hier einiger Kenntnisse, um den Reichtum der Natur zu nutzen, ohne sie gleichzeitig zu schädigen. Atto ist nicht nur sicher im Umgang mit der Machete. Sein Anliegen ist es, dieses Wissen an die nächste Generation weiterzugeben. Hallo. Dieses Gelände ist ein Teil meines Grundstücks, das ich den Pfadfindern zur Verfügung stelle. Hier kommen die Kinder während der Sommerferien im Juli her, um etwas über das Leben in der Natur zu erfahren. Sie lernen, wie man Kokosnüsse schält, wie man sie auseinandernimmt und öffnet. Durch das Leben, das wir heute führen, ist viel in Vergessenheit geraten. Jetzt ist der Zeitpunkt in Ihrem Leben, wo Sie wieder zum Leben mit der Natur zurückkehren. Das ist sehr wichtig. Gesagt, getan. Atto zeigt den Kindern, wie man in Polynesien eine Kokosnuss schält. Zuerst muss die äußere Schale mit den Kobrafasern entfernt werden. Hier stechen wir rein und brechen die Schale auf. Ah,
Also die Kokosnuss. Das sind zwei Augen und ein Mund. Und um die Kokosnuss zu knacken, muss man immer oben auf den Kopf hauen. Das ist alt überliefert. Um eine Kokosnuss aufzuhauen, schlägt man nicht einfach drauf los. Man muss immer über die Augen und den Mund schlagen. Mit einem Schlag, nicht mehrmals. Atoa ist noch mit der traditionellen Lebensweise der Polynesier vertraut. Er weiß noch, wie man sich Kleidungsstücke aus Baumrinde herstellt. Die Kinder machen begeistert mit, auch wenn es mit dem Knoten nicht auf Anhieb klappt. Erst machst du eine Schlaufe, dann ziehst du das unten durch. Und festziehen. Das ist ein kleiner Teller, den kann man auch größer machen. Dann dreht man das um. Dein Vater macht jetzt einen kleinen Teller. Um einen Teller daraus zu machen, muss man jetzt den ersten Stängel nehmen und ihn mit dem folgenden so verknoten. Jetzt kann man das wieder umdrehen. Und was kann man jetzt damit machen? Davon kann man essen. Durch den feuchten, tropischen Wald mit uraltem Baumbestand führt uns Atto zu einem kleinen Teich. Hier finden sich in den Fels eingeritzte Zeichnungen der frühen Polynesier. Ich wünschte mir, dass dieser Ort geschützt würde als Denkmal. Das sollte man tun. Ohne etwas zu ändern. So lassen, wie es ist. Nur besser anlegen, pflegen. Das bleibt für uns ein Geschenk unserer Vorfahren. Hier an diesem Ort hat sich die erste Zusammenkunft der ersten Polynesier zugetragen, die sich auf Entdeckungsreise gemacht haben. Hier haben sie sich vorbereitet. Über Raiatea, das damals Hawaiki genannt wurde, sind sie später nach Hawaii gelangt. Nach Hakawai, dort sind sie an einem Strand an Land gegangen. Sie haben dort ein Marae gebaut. Das erzählt die Geschichte von den ersten Polynesiern, die aus Bora Bora kamen, von hier. Also hier war es, wo die Zusammenkunft für die Vorbereitungen zu dieser Reise stattgefunden hat. Die Petroglyphen zeigen Kanus und vor allem Schildkröten. Die Schildkröte ist das Wahrzeichen dieser Insel. Und warum ausgerechnet die Schildkröte? Der Polynesier hat schon sehr früh verstanden, dass die Schildkröte ein Führer sein kann für das Volk, als sie segeln mussten. Wenn sie wieder eine Insel finden wollten, banden sie die Schildkröte vor der Piroge fest. Und die Schildkröte schwamm immer zu einer Insel.
weil sie Eier legen und deshalb in Inselnähe sein muss. So ist die Schildkröte auch der Führer der Polynesier geworden, neben den Sternen. Daran konnten sie sich auch schon orientieren. Trotz der üppigen Natur waren die frühen Polynesier aufgrund der stetig wachsenden Bevölkerung gezwungen, neuen Lebensraum zu finden. Das wichtigste Hilfsmittel bei der Besiedlung der Inselwelt im Südpazifik war das Kanu. Die Polynesier bauten schon früh Kanus mit Doppelrumpf oder Auslegerboote. Die mit einfachsten Werkzeugen hergestellten Boote waren erstaunlich seetüchtig und erlaubten Reisen über Tausende von Seemeilen. Bis heute spielen Boote im Leben der Insulaner eine wichtige Rolle. Am Strand von Matira hat Marama seinen Tattoo-Shop geschlossen. Wie an jedem Nachmittag ist die Zeit fürs Training gekommen. Kanu-Rennen sind seine zweite Leidenschaft. Mit einem Einbaum aus Holz lässt sich heute nichts mehr gewinnen. Er fährt ein extrem leichtes Glasfiberboot. Auf dem offenen Ozean hat er dabei schon manche furchterregende Begegnung gehabt. Einmal habe ich beim Training außerhalb der Lagune plötzlich etwas neben dem Kanu gesehen. Es hatte eine so gewaltige Rückenflosse, dass mir der Atem wegblieb. Zuerst habe ich noch versucht herauszufinden, was es eigentlich war. Ein Hai? Nein, es war kein Hai, weil es zu riesig war. Ein Orca? Da habe ich mir gesagt, jetzt bloß nicht kentern. Ich darf nicht mit dem Kanu umkippen. Also habe ich schneller gepaddelt. Und noch schneller, um bloß zu entkommen. Marama träumt davon, mit seinem Club das Hawaii Ki Nui zu gewinnen. Das Hawaii Ki Nui ist nicht nur das größte und schwerste Bootsrennen in Französisch-Polynesien. Es ist auch das größte Sportereignis und wird im Fernsehen komplett live übertragen. Das internationale Rennen führt über 116 Kilometer in großen 6-Mann-Kanus über den offenen Ozean. An 3 Tagen, immer im Oktober, von Huawine über Raiatea und Taha nach Bora Bora und endet hier in der Bucht von Matira. Marama will endlich mit seinem Team als Sieger ankommen. Unter der Woche trainiert jeder allein. Nur am Wochenende treffen sich alle, um gemeinsam zu trainieren. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Allein aus Bora Bora nimmt ein halbes Dutzend Boote am Hawaii Ki Nui teil. Bei schneller Fahrt drohen die Boote oft auch bei ruhiger See vollzulaufen. Die schwierigste Etappe führt am Schlusstag über 52 Kilometer von Raiatea nach Bora Bora. Die schnellsten Boote schaffen diese Strecke in wenig mehr als 4 Stunden. Das bedeutet um die 60 Schläge pro Minute für die Kanuten. Während des Rennens verlieren die Männer in der prallen Sonne literweise Flüssigkeit. Da will auch die Versorgung aus dem Begleitboot geübt sein. Mit dem Hawaii Ki Nui knüpfen die Polynesier an die Geschichte der Besiedlung der Inselgruppen an. Kanu-Rennen sind in Polynesien der Nationalsport. So wurde es von den Einheimischen als tiefe Schmach empfunden, als vor wenigen Jahren ein Team aus Hawaii den Sieg davon trug. Marama und seine Kanu-Freunde wollen solche Niederlagen in Zukunft verhindern. Mueva de Rosemont macht seine Unterwasserkamera einsatzbereit. Auf Tahiti geboren, kam er nach seiner Ausbildung als Taucher und Kameramann in Frankreich vor 4 Jahren auf die Insel. Er hatte Glück und hat einen Job bei einem Tauchcenter gefunden. Es sind schon Leute mit dem Gedanken nach Tahiti, Bora Bora oder irgendeine andere Insel in Polynesien gekommen, hier ihr restliches Leben zu verbringen.
Manche lassen sich hier schon nach einer Woche Urlaub nieder. Doch schon nach 2-3 Monaten ging es nicht mehr. Sie bekamen Depressionen, wollten aufgeben und nur noch zurückkehren. Ich muss sagen, ich habe das Glück gehabt, einen tahitischen Stiefvater zu haben. Bevor ich hierher kam, wusste ich schon, wo ich arbeiten werde, was ich zu tun hatte. Ich musste mich zwar auch auf mein neues Umfeld einstellen, aber durch die Arbeit hatte ich mehr Zeit dazu. Zweimal täglich bringt er mit seinem Tauchpartner Benjamin Galtier Touristen aus aller Welt an die interessantesten Tauchplätze Bora Boras. Mit einer kleinen Gruppe schon erfahrener Taucher geht es heute zum Pass, der einzigen Fahrrinne, aus dem die Insel umgebenden Korallenriff. Schon bei der Ausfahrt beginnt Mueva mit den Dreharbeiten. Schließlich muss er alle Taucher bei ihrem Ausflug im Bild festhalten. Nach dem Tauchgang verkauft er seine Videos als Souvenir an die Tauchtouristen. Über das klare Blau der Lagune geht es zur Außenkante des Riffs. Hier ist die Unterwasserwelt des Südpazifiks besonders artenreich. Kaum in das warme, klare Blau abgetaucht, fühlt man sich wie in einem gigantischen Aquarium, umgeben von farbenfroh schillernden Korallenfischen. Benjamin und Mueva haben Futter in den Taschen ihrer Tauchwesten, damit die zahlende Kundschaft auf jeden Fall etwas zu sehen bekommt. Für Mueva ist seine Arbeit auch nach Jahren noch ein Traumjob. Besonders das Filmen unter Wasser hat für ihn einen besonderen Reiz. Ich kann mich nach allen Seiten des Raumes bewegen und dabei tolle Bilder machen. Das macht mir am meisten Spaß. Und noch etwas. Du musst lernen, vorauszudenken. Wenn du einen Hai oder Mantarochen entdeckst, musst du blitzschnell auf ihr Verhalten reagieren, um gute Bilder machen zu können. Du musst vorsichtig und vorausschauend sein. Nur so kann man perfekte Bilder unter Wasser machen. Haie sind für Mueva längst nicht die gierigen Fressmaschinen, als die sie oft dargestellt werden. Viel mehr Respekt hat er vor Muränen wie dieser hier. Nach einem sehr schmerzhaften Biss musste er sogar im Krankenhaus auf Tahiti behandelt werden. Diese hier begnügt sich heute mit ein wenig Brot. Auch wenn der Umgang mit Haien und anderen Raubfischen für Mueva und Benjamin alltäglich ist, gilt auch bei ihnen die Sicherheit als oberstes Gebot. Der kleinste Unfall mit einem Hai könnte tödlich fürs Geschäft sein. Dennoch ist für den Nervenkitzel der Tauchtouristen hinreichend gesorgt. Höhepunkt des Tauchgangs ist die Fütterung der Haie. Doch das Paradies ist bedroht. Gleich 4 neue Hotelanlagen sind auf Bora Bora zurzeit in Bau und werden in Kürze eröffnet. Die Luxusinsel muss immer mehr Menschen verkraften. Mueva sieht das gelassen. Man bringt das Huhn, das goldene Ei legt, doch nicht um. Der Tourismus wird den Reichtum von Bora Bora nicht vernichten. Umweltschutz ist ein langfristiges Ziel. Es gibt viel zu tun, gerade bei der hiesigen Mentalität. Es gibt leider bei den Inseleinwohnern kein ökologisches Bewusstsein. Das bedauere ich sehr. Nach der Arbeit beginnt Muevas Kampf für die Lebensgrundlage der Insulaner. Gemeinsam mit einigen Gleichgesinnten hat er einen Verein gegründet, der sich insbesondere der Erforschung und dem Schutz der Mantarochen in Polynesien widmet.
Er bringt Flyer zu den Hotels, die die Gäste zu einem angemessenen Verhalten in der Natur auffordern. Aber auch auf Bora Bora gilt: Will man wirklich etwas bewegen, braucht man Geld. In den Souvenirläden bietet der Verein Schlüsselanhänger aus Perlmutt an. Mit dem Erlös soll eine Patrouille finanziert werden, die Umweltsünder in der Lagune aufspüren soll. Mit Unterstützung der Inselverwaltung konnte schon ein motorisiertes Schlauchboot angeschafft werden, mit dem Mueva und seine Mitstreiter auch die Unterwasserwelt der Lagune inspizieren können. In der Bucht von Anau ist einer der bevorzugten Futterplätze der Mantarochen. Besonders zur Paarungszeit bieten sie hier ein grandioses Schauspiel. Mantarochen, auch Teufelsrochen genannt, galten lange als Meerungeheuer. Man erzählte sich, dass sie so manches Boot in die Tiefe gezogen haben. Wenn man erst einmal ihre bis zu 7 Meter breiten Flügel und ihre riesigen Mäuler mit eigenen Augen gesehen hat, dann wundert man sich nicht mehr, dass diese Legenden entstanden sind. Bora Bora ist für seine Manta-Kolonie im Herzen seiner Lagune berühmt. Es sind großartige Tiere, so elegant und majestätisch. Außerdem sind sie vollkommen ungefährlich. Sie haben einfach alles, was sie sympathisch macht. Es sind unheimlich anmutige Tiere, groß und beeindruckend. Mantarochen sind mit den Haien verwandt, fressen aber hauptsächlich Plankton. Sie haben ein relativ großes Gehirn, sodass manche Forscher ihnen sogar intelligentes Verhalten nachsagen. In seinen Beobachtungen ist es Mueva gelungen, über 30 dieser anmutigen Wesen zu filmen und zu identifizieren. Anhand ihrer typischen Zeichnungen auf der Unterseite kann er sie individuell unterscheiden. Oberhalb von Waitape besuchen wir Kevin Hawata im Haus seiner Eltern. Kevin ist Choreograf für traditionellen polynesischen Tanz und leitet eine Tanzgruppe, die an 6 Abenden der Woche in den großen Hotels auftritt. Er bereitet die Kostüme für den Auftritt am Abend vor. Das hier ist eine Halskette aus Federn. Hier sind sie. Eine weiße Faser, die aus der Kokospalme gewonnen wird, hält die Federn zusammen. Wir benutzen die Fasern der Kokospalmen als Verbindungskordel für die Halskette. Aus dieser Kette sind auch Muschelschalen, Mahuha, wie sie nennen, Perlmutt, worin man Perlen findet. Die Kette trägt man so, und mit einem Pareo ist das sehr schön. In vielen polynesischen Familien wurde der älteste Sohn traditionell nach einem weiblichen Rollenbild erzogen. Gesellschaftlich nahmen diese Mahu eine wichtige Rolle ein. Mahu hat es schon immer bei den Polynesiern gegeben. Schon in der Zeit der Pomare, der Königinnen. Der Mahu hatte eine sehr wichtige Rolle in der Gesellschaft. Seine Aufgaben waren, die Königin zu kleiden, den Clown zu spielen, Witze zu erzählen und so weiter. Et donc, au fur et à mesure du temps, le Mahu s'est transformé en Rere. Heute sagt man nicht mehr Mahu, sondern Rere. Ich mag dieses Wort nicht besonders. Rere betont den weiblichen Aspekt. Früher meinte man damit nur die innere Haltung. Heute ist das Äußerliche gemeint. Reres lassen sich Busen implantieren.
les rérés, les mahous, se font des opérations. Je suis fille. Ich fühle mich weiblich, aber in einem männlichen Körper. Ich denke, ich habe mehr weibliche als männliche Hormone. Meine Eltern haben akzeptiert, dass ich so bin. Meinerseits habe ich ihnen immer gezeigt, dass ich zwar ein Mahu, aber ansonsten wie jeder andere Mensch bin. Ich kann arbeiten, bin also wie jeder andere Mensch. Von den Insulanern auf Bora Bora wird Kevin ohne Vorbehalte akzeptiert. Diskriminierende Erfahrungen sind ihm fremd. Jeden Nachmittag unterrichtet er mehrere Gruppen, von jung bis alt, in der Schule von Waitape, in den traditionellen Tänzen. Tanzen ist für mich eine Leidenschaft. Ich denke also, dass ich den idealen Job gefunden habe. Ich habe eine Arbeit und gehe gleichzeitig einer Leidenschaft nach. Tanzen können ist erblich, glaube ich zumindest. Meine Mutter war immer eine gute Tänzerin, seit ihren jungen Jahren. Ja, die meisten Tänzer haben eine Bedeutung. Die Choreografie von diesem Tanz beschreibt eine im Wasser schwimmende Schildkröte. Es geht um eine Schildkröte, die zum Land schwimmt, um Eier zu legen. Tanzen gehört zu unserer Kultur. Es ist das Erbe von unseren Vorfahren. Wir, die neue Generation, müssen nun das Erbe bewahren. Bei seiner Arbeit wird Kevin tatkräftig von seinen Eltern unterstützt. Seine Mutter übernimmt die Organisation der Kurse und gemeinsam mit ihrem Mann spielt sie in der Band. Ich habe das Glück, dass meine Familie mich wirklich enorm unterstützt. Sie steht mir zur Seite. Es ist ein Familiengeschäft geworden. Wir sind alle dran beteiligt. Ich danke dem Herrn jeden Tag dafür. Ich verdanke es meinen Eltern, es bis hierhin geschafft zu haben. Meinem Umfeld auch. Das macht mich glücklich. Kevin präsentiert die Show und erzählt den Touristen von den traditionellen Tänzen. Wir werden Ihnen auch den Otea präsentieren. Der Otea ist schneller als der Aparima. Beim Aparima Jimene wird ein Lied, in dem es um Legenden, das Alltagsleben oder natürlich die Liebe geht, von den Tänzerinnen durch Gesten interpretiert. Der Otea dagegen ist ursprünglich ein Kriegstanz, der früher nur von Männern getanzt und von Percussion begleitet wurde. Gemeinsam ist allen traditionellen Tänzen Polynesiens, dass sie schon Anfang des 19. Jahrhunderts auf Betreiben der westlichen Missionare verboten wurden. Erst seit den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts wurden die alten Tänze wiederbelebt. Dennoch haben die Shows für die Touristen oft wenig mit den alten Tänzen zu tun. Die kann man am ehesten beim Haifa-Fest erleben. Da will Kevin mit seiner Gruppe wieder einen Preis erringen.
Nicht mal die obligatorischen Fotos mit den Touristen können ihnen den Spaß am Tanzen verleiden. Am Horizont erkennen wir die Nachbarinsel Taha. Mit dem Flugzeug geht es zunächst nach Raiatea und von dort mit dem Boot weiter. Auf Taha besuchen wir eine Perlenfarm. Poerava, schwarze Perlen, sind wohl das bekannteste Exportprodukt Französisch-Polynesiens. Nachdem in Japan die Technik der Perlenzucht entwickelt wurde, begann man hier in den 60er Jahren mit der Aufzucht der heimischen Auster Pinctada margaritifera. Anders als die in Japan oder Australien genutzten Austern, produziert die Tahiti-Auster Perlen unterschiedlicher Farben. Das Spektrum reicht von gelblichen über grünliche Töne bis hin zu schwarz. Perlenzucht bedeutet viel Handarbeit. Alle 3 Monate müssen die Austern gründlich gereinigt werden. Diese Farm hat 20.000 Austern. Da ist täglich etwas zu tun. 18 Monate nach der Implantation eines Kerns aus Muschelschale ist die Erntezeit gekommen. Vorsichtig werden die Muscheln nur einen kleinen Spalt weit geöffnet. Bei erfolgreicher Ernte können die Austern so ein zweites Implantat bekommen. Dann sucht der Chef Matthai Loglin gespannt mit einem feinen Besteck nach dem Ergebnis. Nur 40% der Austern produzieren überhaupt eine Perle. Perfekte Perlen liefern nur 2%. La première perle sera forcément petite. Die erste Perle wird auf jeden Fall klein sein, weil man mit einem kleinen Kern startet. Hier ist der Kern, ein ganz kleiner. 18 Monate später, wenn wir die Perle ernten werden, nehmen wir einen Zellkern, der etwa die gleiche Größe hat, und wir werden ihn wieder in den Perlensack der Muschel einsetzen. Bei der ersten Transplantation werden wir das hier ernten. Bei der zweiten werden die Perlen dicker, aber man züchtet nur die schönen. Wenn ich bei der ersten Zucht solch eine Perle entnehme, die nicht so kreisförmig ist, keine schöne Farbe hat und voller Fehler ist, werde ich keine erneute Transplantation vornehmen, denn die zweite wäre genauso. Behutsam wie ein Chirurg muss Matthai beim Einsetzen des zweiten Kerns sein. Von 100 Austern überlebt in der Regel ein Drittel diesen Eingriff nicht. Ein weiteres Drittel stößt den Kern ab. Für die erste Implantation werden auch heute noch hochbezahlte Spezialisten aus Japan beschäftigt. Von ihrer Arbeit hängt schließlich das Überleben der Farm ab. Bis Ende der 90er Jahre gab es 40 Familien, die von der Perlenzucht auf Taha lebten. Dann zerstörten Zyklone die Zucht und der Preis für die Perlen auf dem Weltmarkt sank zu allem Unglück auch noch um ein Viertel. Heute gibt es gerade noch 7 Farmen auf Taha. Nach der zweiten Implantation werden die Austern wieder an Seilsträngen befestigt. Dann heißt es wieder 18 Monate pflegen und auf eine erfolgreiche Ernte hoffen. Matthai demonstriert, wie die Perle in der Auster entsteht. Hier ist der Perlensack. Ja, kann man sehen, eine schöne Perle. Da ist eine Tasche und hier sind die Eier. Da sind sie. Die Transplantation war erfolgreich. Hier ist die Perle gewachsen. Anfangs hatten wir einen Zellkern eingeführt, hier mit einem kleinen Stückchen Lippe, das von einer anderen Auster entnommen wurde. Die ist älter als 18 Monate. Die ist riesig. Die ist schwarz. Sehen Sie, welche schöne Farbe sie hat? Um die Perle entnehmen zu können, muss man den Perlensack auftrennen. Die hat eine schöne Farbe. Aber sie hat einen Fehler hier. Sie hat ein kleines Loch. Und hier, sie ist nicht gleichmäßig.
Der Preis der Perle richtet sich nach der Farbe, der Qualität des Glanzes und besonders nach der Größe. Wenn Sie eine Perle von 10 mm haben, dann ist sie 1000 Euro wert. Aber wenn sie 15 mm misst, dann ist sie schon 5000 Euro wert, nur weil sie größer ist. Auch bei der zweiten Implantation produzieren nur 10% der Austern brauchbare Perlen. Trotz aller Erfahrung und Sorgfalt ist die Perlenzucht immer noch wie ein Glücksspiel mit hohem Risiko. Die Farm der Loglins ist ein Familienunternehmen. Drei Generationen arbeiten mit. Die Konkurrenz ist für die kleinen Farmer hart. Überleben kann die Farm nur durch den direkten Verkauf an die Touristen von den Kreuzfahrtschiffen, die Taha gelegentlich anlaufen. Mit einem großen Hotel ist der Tourismus auf der Insel noch kaum entwickelt. Für die meisten Einheimischen ist Perlenschmuck unerschwinglich. Die Stränge müssen schließlich wieder auf die Zuchtstationen gebracht werden. Matai und seine Leute haben in der Bucht Seilsysteme installiert, die von Bojen auf ihrer Position gehalten werden. Die Austern werden in ganz bestimmte Tiefen gehängt. Zwischen 5 und 10 Meter Tiefe sind optimal, um die schönsten Farbnuancen zu erhalten. Je tiefer die Austern hängen, desto heller der Farbton. Die besten Preise werden für dunkle Farbtöne, von tiefem Grau bis Blaugrün gezahlt. In diesen Perlen scheinen sich die schillernden Farben der Lagune verewigt zu haben. Auch heute noch wird diese Arbeit ohne Sauerstoffgerät erledigt. Die Kosten dafür wären zu hoch. Die Taucher müssen die einzelnen Stränge unter Wasser immer wieder neu sortieren, damit später auch nur wirklich reife Austern geöffnet und nach den wertvollen Perlen untersucht werden. Im klaren blauen Wasser der Lagune scheint dies die schönste Arbeit auf der Farm zu sein. Der Arbeitstag neigt sich dem Ende zu. Am späten Nachmittag kommen Freunde zu Besuch. Bei aller Abgeschiedenheit auf den Inseln lieben die Polynesier die Geselligkeit. Bars und Restaurants gibt es kaum auf Inseln wie Taha. Also spielt sich das soziale Leben meist auch im Privaten ab. Für den Abend wird ein Barbecue vorbereitet. Dazu gehört vor allem frisch gefangener Fisch. Auf Taha setzt man auf Selbstversorgung und lässt seinem Jagdfieber freien Lauf. Doch weitgerechtes Fischen mit der Harpune bedeutet Apnoe-Tauchen, also ohne Sauerstoffgerät. Bis zu 30 Meter geht es die Riffkante hinab, bevor zum Schuss angesetzt wird.
Schon kurz nach 6 Uhr abends geht die Sonne unter. Zeit für Matthai, gemeinsam mit seiner Schwester die Gäste auf einen gemütlichen Abend einzustimmen. Der Fisch liegt schon auf dem Grill. Aber das tahitianische Nationalgericht darf natürlich auch nicht fehlen. Roher Thunfisch. Mit ein wenig Zitronensaft und Kokosmilch bereitet Matthais Frau ihn nun zu Poisson cru. Ich nehme noch verschiedene Gemüse. Dann noch ein wenig Salatgarnitur darüber. Und der Poisson cru ist fertig. Nicht nur für das leibliche Wohl ist also bestens gesorgt. Der entspannten Lebensfreude der Polynesier möchte sich wohl niemand entziehen. Bye.